Hallo meine lieben Freunde und einen schönen guten Abend oder gute Nacht. Wie viel Uhr haben wir es eigentlich? 20 vor 11. Also einen schönen guten Abend wünsche ich euch zum zweiten Part von Blameless. In allererster Linie möchte ich mich nochmal schnell entschuldigen, weil das Wochenende keine Parts mehr rauskam. Ich war nicht zu Hause gewesen, hatte zwar vorproduziert, aber hab's zeitlich nicht mehr geschafft, am Freitag die Parts hochzuladen, also dass sie Samstag und Sonntag hochgeladen werden. Dafür werden die Woche einfach ein paar Parts mehr folgen, da ich hier auch ein paar auf Reserve jetzt habe. Aber jetzt haben wir lang genug um den heißen Brei geredet. Würde ich sagen, legen wir mal wieder los. Wie gesagt, ich habe extra gewartet, den Part hier aufzunehmen, bis es dunkel wird, damit auch die Atmosphäre bei mir daheim einigermaßen stimmt. Und ja, mein Handy klingelt. Okay. Gut, was wollte ich sagen? Gut, also, wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten diesen Brief hier gefunden, wo der Herr hier, eine Mahnung gekriegt hat, dass er das Geländer und die Treppen hier zurückgeben muss, was er noch nicht getan hat. Wir wissen immer noch nicht, was wir hier machen. Wir wissen nur, dass wir hier bewusstlos waren und aufgewacht sind. Und wir probieren verzweifelt, hier einen Weg aus dieser Gegend hier rauszukriegen, rauszufinden. Wir haben noch die Leiche gefunden, die diesen Zettel und diese zwei Schlüssel bei sich hatte. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal weiter. Ich muss gestehen, ich habe immer noch ein bisschen Schiss, dass hier gleich irgendwie einer um die Ecke springt, weil ich bin nicht so der Typ, der eigentlich Horrorspiele spielt, aber ich dachte, das ist vielleicht mal lustig und vor allem das dann noch aufzunehmen. More dark rooms. Okay. Ich hoffe, euch stört meine Tastatur nicht allzu sehr. Ansonsten müsst ihr das mal vielleicht reinschreiben. Dann könnte ich im schlimmsten Fall für die Let's Plays eine andere Tastatur nehmen. Okay, hier sieht's. Das sieht aus wie so ein Gefängnis. Gucken wir mal zu. Ah. Oh. Entschuldigung, ist mir gerade die Aufnahme abgekratzt. Gucken wir mal. Okay, schon mal um einiges besser. Kann man hier irgendwas machen? Nee. Okay. Dann probieren wir doch mal. Why is everything always locked? Oh, wir haben den Schlüssel. Sehr schön. Der. Nicht so laut. Der passt also hier rein. Den nehmen wir mal wieder mit, weil wir haben ja auch noch einen zweiten. Stechmücke. Dummes Vieh. Also. Was Nützliches. Hier. Was ist das? Sieht aus wie eine Flöte. Ah, I believe this thing can open fuse boxes. Ah, okay. Sicherungskisten kann man anscheinend damit öffnen. Kann man sonst noch machen? Kann man aber nichts mitnehmen, oder? Nee. Ansonsten. Okay. Sicherungskasten. Ich wüsste jetzt gerade nicht, dass wir schon mal einen gesehen haben. Oder ich wüsste jetzt auch gerade nicht, wo. Aber gut. Oh, muss was trinken. So. Gut, hier waren wir. In dem da hinten. Ich glaube, hier kommen wir nicht rein. Die war... Ja, da kommen wir nicht. Da ist kein Türgriff. Und die da hinten ist... Zeig mal. Locked. Verschlossen. Oh, der Schlüssel. Genau. Vielleicht passt der. Sehr schön. Also, hier kommen wir rein. Okay. Das war der Wind. Hoffe ich doch. Nehmen wir den mal wieder mit. Keine Ahnung, vielleicht brauchen wir den. Was haben wir hier? Das ist wahrscheinlich Rost, oder? Müll. Wieso habe ich die ganze Zeit das Gefühl, dass ich was höre? This is the way out. Das ist der Weg nach draußen.
Als könnte man nicht da draußen drüber klettern, also echt jetzt. Ist das eine Tür? Ich schaue erstmal noch, dass ich auch nichts übersehe. Eine Leiter. Wofür auch immer. Kann man sicher gut gebrauchen. Ich mach mal das Tor auf. Ah, kann ich? Ah, wegen der Leiter wahrscheinlich. Jo, ja, mach noch mehr Krach. Okay. Oh, scheiße. Ich hab Angst, dass da gleich einer kommt. Oh, shit. No power. Kein Strom. The electric must have tripped for the whole garage. Also die Sicherung ist rausgeflogen für die Garage. Ja, und da fliegt natürlich gerade das ganze Dach runter. Ah, die Leitung da oben. Und kann man die jetzt vielleicht... Kann man hier vielleicht irgendwo hoch? Kann ich mir gut... Warte mal. Ein Sicherungskasten. Ah, wir haben doch noch diesen Bolzen für den Sicherungskasten. Okay, ah, ich glaube, ich weiß, wo einer war. Ist natürlich überall das Licht aus. Okay. Das war die Blutspur. So. Hier. Geht das? Perfekt. Mann, Mann, Mann. Okay, die sind raus. Was steht denn hier? Honey, if the circuit trips again, first turn on the RCD. Schatz, falls es wieder einen Kurzschluss gibt, schalte zuerst den Filterstromschutzschalter ein, der kleinste Schalter, und dann die anderen Schalter, den orangenen zuletzt. Achte auf den Klick, den du nach dem Einschalten des Schutzschalters zunächst hörst. Es kann ein paar Sekunden dauern, ansonsten springt er wieder raus. Ich muss nochmal einen Blick darauf werfen, bevor wir mit dem neuen Besitzer die Schlüssel übergeben. Okay. Also, zuerst den kleinsten. Genau. Und dann die anderen. Und dann den orangenen. Gut. Also zuerst den hier. Dann die anderen. Muss ich jetzt auch warten, bis es Klick macht? Ah. Was zum Teufel? Hat funktioniert, aber... Sehr schön. Jetzt aber mal ganz ehrlich. Hier ist doch überhaupt gar keiner mehr. Weil der Typ müsste doch merken, dass wir den Strom an- und ausschalten die ganze Zeit. Also die ganze Zeit einfach, dass der Strom ausgeflogen ist und jetzt wieder reingeschrangen ist. Ey, ich habe keinen Bock, dass jetzt das Garagentor, wenn ich das wieder hochmache, dass das wieder einen Abgang macht. Oh, es hat abgespeichert. Was denn? Ach Leute, ich habe immer Angst, wenn ich so schräg gucke. Ah! Jesus. Ah! Ja, fick dich. Wow. Oh. Hey. Ich habe gewusst, dass da einer kommt. Ich habe es gewusst. Oh, scheiße. Ich bin jetzt... Hä? What the? Ah, wir starten hier am Punkt. Ah, okay, wir müssen entkommen. Obwohl der Typ da ist. Wie duckt man sich denn nochmal? Wie war das gewesen? Hab eine Idee. Was ist, wenn wir ihm die hier in den Weg legen? Vielleicht bringt das was. Wenn der hier reinkommt. Ei, hab ich mich erschreckt. Da mache ich auf jeden Fall eine Slow Motion draus. Ducken. Wo war denn das nochmal? Sag doch mal. Ah, mit C. Ach,
So, und jetzt kommt er gleich. Nee, noch nicht. Oh, ich erschrecke. Jesus, get away from me! Oh! Leute! Und jetzt? This is Lightwater. Oh! Stay where you are! Ey! Oh! You're under arrest. Was? Ich bin verhaftet. But I didn't do anything. Get on your knees now! Okay. Wieso bin ich jetzt verhaftet? Oh, ey. The rod in his hand. He must have hidden when he saw the police cars pulling up to the gate. Mr. Malcolm, we searched the yard thoroughly and didn't find any evidence suggesting there was another man. No, he was there. He was the owner who called me. The former owners sold the house due to personal financial problems 2 weeks ago. They moved to a different town on the other side of the country. The private company who owns it now proved all their employees were off-site, having a team building activity that night. How could you not find evidence of him? I'm telling you, he was there. I heard you. Our officers got a phone call from one of the neighbors reporting lights coming on in the house and suspicious person moving on site. They gave us your description. They never saw another man. How could that be? This doesn't make any sense. Let's cut the crap. What? It does make pretty clear sense to me. I have to say that I honestly don't believe any part of your bullshit story that you're giving me here. Everything suggests that you murdered that woman. No, I... You found the victim's blood on your clothes and your hands. You had the victim's wallet in your pocket. Wait. And the officers caught you fleeing the crime scene. You. No one else. Guess whose fingerprints match the ones we found on the victim's body, huh? I don't know why you murdered that woman, but I'll guarantee you're never getting out. You're going down, Mr. Blameless. Also meine lieben Freunde, wie es aussieht, ist das Spiel fertig. War zwar nur ein etwas kürzeres gewesen, aber ist ja nicht so schlimm. War trotzdem wirklich gut gewesen. Am Ende habe ich mich echt übelst erschreckt. Unser Charakter, den wir gespielt haben, der gute Mr. Blameless, wurde verhaftet. Und er wird für schuldig gehalten, dass er die Frau, die wir im Keller gefunden haben, ermordet hat. Aufgrund einfach der Beweise, dass wir ihr Blut an den Händen hatten und auch ihre Brieftasche, die wir aufgehoben hatten. Wir haben die ganze Zeit versucht zu beteuern, dass wir das nicht waren, dass wir entführt worden sind und dass wir da aufgewacht worden sind, dass da noch eine andere Person war, aber die wurde einfach nicht gefunden und niemand glaubt uns. Es gab zwar noch Nachbarn, aber selbst die haben nichts gesehen und wie es aussieht, werden wir dann jetzt auch verurteilt. Ein wirklich gutes Spiel, wenn ihr das selber mal spielen wollt, ist auf Steam, Blameless, wie gesagt, ist kostenlos. Wenn euch das kurze Let's Play gefallen hat, lasst mir doch mal einen Daumen hoch und schreibt mir doch mal ein nettes Kommentar. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns sonst zum nächsten Part, zum nächsten Projekt, das ich auf meinem Kanal starte. Und bis dahin wünsche ich euch sonst noch eine gute Nacht. Ciao, Leute.